Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Komm eben zurück. Ich habe einen Glückspenny gefunden. Wow. Hey, warte mal. Das ist mein Glückspenny. Da. Siehst du, da ist noch ein Fleck von meiner Spucke drauf. Ich hab den Penny schon so lange ich lebe, darum habe ich auch immer Glück. Das ist dein Glückspenny? Dann hoffe ich, dass von deinem Glück nichts auf mich abgefärbt hat. Hey, hat mal jemand was zum Hände abwischen? Alle mal herhören, da kommt gleich eine Mutter rein. Tiffany, hier hast du dich versteckt. Was lachst du denn so blöd? Sie ist auch deine Mutter. Ach ja. Du willst doch nicht etwa zu mir, Mom. Nein. Doch, der Mom ist hier. Kinder, ich hatte ja schon ganz vergessen, wie super geil das ist, in der Cafeteria rumzuhängen. Ist das der Tisch, an dem du immer sitzt, wo die Post abgeht? Mutter, willst du mich in Verlegenheit bringen? Verlegenheit? Wieso? Die Kids sind doch ganz begeistert von mir. Hallo, ihr Süß! Ich bin Tiffanys Mom, aber ich wette, ihr habt alle gedacht, ich wäre eine neue Schülerin hier, ha? Voll drauf, groovy, cool, super, scharf. Was geht ab, Fuzzis? Wieso ist hier keine Action? Damals, als ich noch zur Schule ging, haben wir immer getanzt. Aufgepasst! Swim! The Pony! Reiß dich am Riemen, Mom! Oder willst du, dass ich wieder die Schule wechseln muss, wie damals den Kindergarten, als du deine Gitarre geholt und der Walk on the Wild Side gesungen hast? Ach, das war, als es allen Kindern schlecht wurde von dem verdorbenen Chili. Es war nicht das Chili, Mom. Sie haben wegen deiner rosa Hotpants gekotzt. Also, geh nach Hause, damit ich denen sagen kann, du bist unser verrücktes Dienstmädchen. Danke, Carmelita. Hier, der Rest ist für dich. Oh, ich bin dir also peinlich. Na, das ist ja großartig. Das ist doch lächerlich. Ich bin deine Mutter. Oh, ich bin sicher, irgendwann wirst du merken, wie wichtig diese wenigen Momente mit deiner Mutter sind. Mrs. Malloy, Ihre Mom ist da, die will sicher zu Ihnen. Oh Gott, was soll das? Muss sie hier aufkreuzen, was werden die Kinder denken? Jennifer, wo ist mein Klistierbeutel? Er liegt im Schrank in der Diele. Oh, also da, wo deiner liegt. Danke. Kinder, Kinder, hört mal zu, hört alle mal zu. Eines Tages wird jeder von euch Hämorrhoiden bekommen. Uns Damen trifft es besonders nach dem Wunder der Geburt. Aber für mich war es das allergrößte Wunder, dass ich überhaupt imstande war, diesen Riesenschädel aus mir herauszuquetschen. Furchtbar, was manche Mütter ihren Kindern antun können. Lies mal ab und zu Zeitung, Mom. Dann weißt du, was manche Kinder mit ihren Müttern anstellen. Was willst du eigentlich hier? Ich habe in eurer Schulzeitung gelesen, dass ihr dieses Jahr Romeo und Julia spielt. Ich möchte, dass du für die Rolle der Julia vorsprichst. Habe ich dir erzählt, dass ich im zweiten Studienjahr auch die Julia spielen sollte? Nein, aber ich fürchte, du wirst es gleich erzählen. Wiedersehen. Weißt du, wer mir die Rolle weggeschnappt hat? Charlene Tilton. Dieses kleine Stück Dreck. Blond, mickrig, mickrig. Wisst ihr, was mickrig bedeutet?
dass sie keinen Platz für überflüssige Pfunde hat. Hätte ich die Rolle der Julia gekriegt, wäre ich heute ein Star. Und ich könnte Werbespots drehen, wenn mich sonst keiner will. Aber nicht für so einen Käse wie den Bauchmuskeltrainer, nein. Wenn, dann schon für sowas wie diesen Vakuum-Haarschneider, hm? Oh, Schätzchen, tu's doch, tu's für mich. Nein. Ich sage allen, dass ich nicht das Dienstmädchen bin. Einverstanden, ich tu's in Ordnung. Oh, danke, Schatz. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Danke. Kann ich irgendwas für dich tun, Mann? Sag niemand, dass ich deine Mutter bin. Oh, ich danke dir so sehr. C'est la plume de ma tante. C'est la la bla bla tante. Gut. Bon. Und jetzt? Où est la bibliothèque? Ouh la la, bla bla bla, Diskothek. Hey, Flappy, was machst du denn? Ich darf doch wohl in meinen vier Wänden Französisch lernen. Dann bist du sicher zu beschäftigt, um ein kleines Geschenk entgegenzunehmen. Ham, 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 ham. Mr. Flappy, darf ich vorstellen? Burby. Oh. Hey, die passt sehr gut zu dir. Ich finde, ihr zwei solltet euch näher kennenlernen und euch ein bisschen amüsieren. Jack, ich fürchte, wir haben hier ein kleines Problemchen. Flappy, du weißt doch, ich verstehe kein Französisch. Ich muss mit dir reden. Oh, gut, schieß los. Unter vier Augen, Jack. Entschuldige uns mal kurz, Puppe. Ich hatte vor ein paar Jahren was laufen mit ihr. Sie wollte eine feste Beziehung, aber das wäre gegenüber den anderen drei Puppen, die ich noch hatte, nicht fair gewesen. Ich musste ihr die Wahrheit sagen und so eine Barbie hat nicht viel Grips hinter der Plastikstirn. Die brauchte ewig, um zu kapieren. Es ist aus, Baby, verschwinde. Du hast dich getraut, ihr das zu sagen? Nicht so ganz. Eigentlich habe ich gesagt, ich liebe dich. Aber für einen Kerl heißt das dasselbe. Sie war echt sauer, dass ich den nächsten Tag nicht anrief. Und die nächsten Jahre. Tja, sie kann sich nur selbst die Schuld zuschreiben. Wenn sie dich wirklich hätte festnageln wollen, hätte sie sich nicht so festnageln lassen sollen. Wann werden Sie das je lernen? Niemals. Gott segne Sie. Sie wird mich jetzt sicher hassen. Sie wird mich bestimmt gleich anschreien. Und ich hasse es so, wenn sie mich anschreien. Bei Kerlen erreicht man doch nichts mit Geschrei. Höchstens mit Heulen. Jack! Jack, komm sofort rauf! Halt die Klappe! Jack! Ich brauch dich! Ich geh mal nach oben. Elendes Weichei! Schatz, bitte nimm mich zurück. Ich war ja so blöd. Verzeih mir, verzeih! Bitte, bitte, bitte! Oh, Jack! Wir haben tolle Neuigkeiten. Wieso hast du dann eben geweint? Weil es wirkt. Es wird aber nie wieder wirken. Wie kannst du mir so etwas sagen? Entschuldige, es tut mir leid. Also dann, Schatz, erzählt Daddy die tollen Neuigkeiten. Mom ist die Abkürzung für Melk- und Masttierhaltung. Okay, ich werde die Rolle der Julia in so einem blöden Stück spielen. Ah ja? Was für ein Stück? Romeo und Julia. Ah, das war das Stück mit Charlene Tilton. So, bist du jetzt zufrieden? Ich hoffe, du lässt mich jetzt endlich in Ruhe. Du hast dich in Ruhe lassen, aber... Nein, wir werden von jetzt an unzertrennlich sein, mein kleiner Superstar. Ich meine Tiffany. Ich werde dir helfen, die Julia zu sein, die ich immer sein wollte. Ich weiche dir nicht mehr von der Seite, nie mehr. Wir beide werden uns näher stehen als Steffi Graf und ihr Vater. Hau ab, das ist mein Traum. Oh, Romeo, Romeo. Warum musst du es sein, Romeo? Verleugne deinen Vater. Oh, verleugne deinen Namen. Dieser abgeschmackte Scheißdreck. Oh, Romeo, Romeo. Schatz, du musst mehr aus dir rausgehen. Aus dir rausgehen. Was soll das heißen, Mom? Das soll heißen, zieh ihn ein, schieb sie raus und mach den Mund auf. Ja,
siehst du, es funktioniert. Oh, Romeo, Romeo, warum musst du es... Du bist krank, Mom. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe eine große Rolle in unserem Stück. Oh, Schreck, du spielst doch nicht Romeo. Wenn ja, nehme ich das Gift schon in der ersten Szene. Nein, das nicht. Ich bin Ordinaire. Das heißt Ordner. Na und, Urin oder Iran, ist doch vollkommen egal. Ich habe jedenfalls einen wichtigen Text. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Könnt ihr das mit mir üben? Ich meine, wie wird das betont? So wie du es gesagt hast. Aber was ist denn nun richtig? Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein oder bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein? Ich werde es dir zeigen. Sprich mir nach. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. 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 Ja, das ist es. Was jetzt? Was du gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Dad, bitte. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Das ist es. Sag's nochmal. Genauso. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Verleugne deinen Vater. Oh, verleugne deinen Namen. Doch, willst du das nicht, so schwöre ich dich zu meinem Liebsten und ich bin länger keine Capulet. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Nein, 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 nein. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Dann schwöre gar nicht. Doch wenn du willst, so schwöre bei deinem edlen Selbst. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Bitte, nehmen Sie Ihre Plätze ein. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Bitte Ihre Plätze. Hey! Liebsten und ich bin... Ihr spinnt doch alle völlig. Habt ihr denn vergessen? Das ist ein anständiges Haus. Benehmt euch. Du bist die Mutter hier. Reiß dich zusammen, verdammt nochmal. Hör auf, deiner Tochter auf die Nerven zu gehen. Und jetzt zu dir. Du dünner Hering, iss endlich mal was. Und du, warum verkaufst du keine Autos? Weil du immer hier bei uns zu Hause rumhockst. Geh endlich mal wieder zu deinen Kunden. Hey, Ross. Was ist mit mir? Army, Navy, Air Force, Marines. Werdet erwachsen, ihr Weicheier. Oh, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Floppy. Floppy, wach auf. Okay, Benny. Ich hatte nicht gedacht, dass du noch Kraft hast, aber wenn du unbedingt willst, drehen wir noch eine Runde. Oh, du, Jack. Ich hab grad gedacht, meine Freundin wäre beim Herrenfriseur gewesen. Wo ist das kleine Biest? Floppy, ich hab dir gerade einen großen Gefallen getan. Sie ist unterwegs nach Bosnien. Auf dem Karton stand für Sendungen in Krisengebiete wird keine Haftung übernommen. Burby wird auf den Minenfeldern so richtig Spaß haben. Ja, toll, Jack. Dabei hatten die süße Burby und ich uns gerade nach langer Zeit wieder versöhnt. Wir verstanden uns hervorragend, konnten miteinander reden. Über Gefühle, Hoffnungen, Träume und unsere Zukunft. Wir wollten heiraten. Tja, Jack, danke, du hast mir das Leben gerettet. Vergiss nicht, was wir besprochen haben. Zieh ihn ein, schieb sie raus und hol dir eine Fernsehserie. Heute wird ein Star geboren. Ich freue mich, dass ich einen kleinen Beitrag zu deinem Erfolg leisten durfte. Und mit klein meine ich ziemlich groß, also wage es ja nicht, meine Provision zu unterschlagen. Sei beruhigt, Mom. Du bekommst, was du verdienst. Würdest du mir vielleicht noch einen Gefallen tun? Na klar. Come on, Baby, lass den Gefallen. Mom, würdest du jetzt bitte deinen Platz einnehmen? Halt, sag das nochmal. Bring es mir bei, bitte bring es mir bei. Spiel jetzt mal bitte ordinär und bring unsere Bühnenmutter in den Zuschauerraum. Du musst kommen, Ryan. Dein Auftritt. It's Showtime.
Sie nehmen Plätze ein, Ihre? Ich glaube, mein Junge möchte Ihnen damit sagen, plätten Sie Ihre Titzen ein. Nein, Dad. Plitzen Sie Ihre Sätze jetzt, Titte. Nein. Sitte platzen Sie jetzt Ihre Sippe. Das heißt, bitte nehmen Sie jetzt Ihre Plätze ein. Kann doch nicht so schwer sein. Vielen Dank. Und jetzt präsentieren wir eine Barry Wallstein-Produktion von Shakespeares Romeo und Julia. Zwei Großfamilien, beide hoch angesehen und reich, leben im schönen Verona, wo sich Folgendes zugetragen hat. Hallo, Mama. Sieh da, mich dünkt, ich sehe meines Vetters Geist. Oh, Romeo, Romeo, Romeo. Hier ist der Trank. Du schon, zeig sie los. Halt die Klappe, Mom, ich kann sie nicht weiter rausstrecken. Dies trinke ich dir. Na, wie war ich bis jetzt? Oh, Schätzchen, du warst, wie soll ich sagen, du warst ganz passabel. Gut, ich frage Daddy. Du warst toll, du warst einfach toll. Hey, Tiffany, wir haben gleich unsere Liebesszene. Nur wegen dieser Szene habe ich die Rolle angenommen. Und weil ich sehen wollte, wie mein Gemächt in Strumpfhosen aussieht. So, jetzt kommt mein großer Auftritt. Ich muss mich nachschminken. Aha. Wo ist Tiffany? Da draußen sitzt ein Hollywood-Agent. Oh, wie sieht er aus? Wie soll er schon aussehen? Ganz normal. Hey, typisch Agent. Er nimmt mir ganze 10% von meinem Popcorn weg. Und tut überhaupt nichts dafür. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen, ein Hollywood-Agent. Ich muss das sofort Tiffany erzählen. Das wird bestimmt ihr großer Durchbruch sein. Ich meine, der von Julia. Gib mir das. Gib das sofort her. Herein. Dein sturmerkranktes Schiff in Felsenbrandung, dies auf dein Wohl. Dies hier, meiner Lieben. Was haben Sie da zu suchen? Los, küss mich, schluck das Gift und geh ein. Ich trinke das Gift und sterbe, ohne dich geküsst zu haben. Oh. Oh, du kannst mich jetzt immer noch küssen. Das Gift wirkt zu schnell. Oh, wo ist mein Romeo? Oh, Schurke, du trankest alles. Ich will noch küssen deine holden Lippen. Halt ein, oder ich steige mit Freuden auf dein Gemächte. Oh, vielleicht hängt noch ein wenig Gift an seinen Lippen, denn diese Lippen sind noch... warm. Jetzt kannst du in Frieden abkratzen, Baby. Willkommener Dolch. Dies sei deine Scheide. Wenn du mich sterben lässt, darfst du dort rosten. Oh. Ich find's gut, dass du draufgehst, Baby. Nein. Ich find's gut, dass du draufgehst, Baby. Ich find's gut, dass du draufgehst, Baby. Das heißt anders. Ich find's gut, dass du draufgehst, okay, Baby. Okay, das reicht auch. Klaus. Wenn ihr nicht sofort aufhört, mir meine Zähne kaputt zu machen. Ich kann es gar nicht erwarten, bis meine Kritik erscheint. Ich bin so nervös. Ihr müsst doch zugeben, dass ich toll war, oder? Ja, du warst toll. Tut mir leid, dass ich dich in der Garderobe eingesperrt habe. Das macht gar nichts. Tut mir leid, dass ich Daddy mehr liebe als dich. Hier sind die Kritiken. Okay, komm sofort. Ja. Ich habe während meiner 16-jährigen Tätigkeit als Kritiker noch nie ein solches Fiasko gesehen wie diese Aufführung von Romeo und Julia an der Pretty High School. Ja, das interessiert mich nicht. Was schreiben Sie über mich? Warte. Jennifer Malloy war grässlich. Das einzig Erwähnenswerte und die Überraschung des Abends war die satirische Eröffnungseinlage der drei männlichen Mitglieder der Familie Malloy.
Besonders dem jungen Ross Malloy gelang es, sämtliche Entertainer in den Schatten zu stellen. Und Mami, schreiben Sie gar nichts mehr? Glaub mir, wenn ihr noch mehr darüber stünde, wie grässlich du warst, würde ich es dir gerne vorlesen. Naja, ich habe mich wohl etwas hinreißen lassen. Ich sah schon in naher Ferne den Ruhm auf mich zukommen, der mir mit all seinen Annehmlichkeiten verlockendem Glanz und Glitter zuwinkte. Dabei habe ich in Wirklichkeit schon alles, was ich mir wünsche. Ich brauche nur euch. Wenn ich hier im glücklichen Kreise meiner Familie bin, dann wird jeder Star um ganz überflüssig. Der Kerl hat recht, du bist grässlich. Also ich finde, Mom hätte das so betonen müssen. Dann wird jeder Star um ganz überflüssig. Dann wird jeder Star um ganz überflüssig. Dann wird jeder Star um ganz überflüssig. Nein, 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 dann wird jeder Star um ganz überflüssig. Dann wird jeder Star um ganz überflüssig. Nein, dann wird jeder Star um ganz überflüssig. Dann wird jeder Star um ganz überflüssig. Inzwischen am Grab von Shakespeare. Arme Sau!